Nach dem Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun kann jede Nachricht auf vier verschiedenen Ebenen verstanden werden: der Sach-, Beziehungs-, Selbstoffenbarungs- und Appellebene. Dies wird mit dem folgenden Beispiel verdeutlicht. Dein Zimmer sieht mal wieder total chaotisch aus. Auf der Sachebene geht es nur um Daten, Fakten und Informationen. Sie hat recht. Auf der Beziehungsebene wird das Verhältnis von Sender und Empfänger verbal und nonverbal ausgedrückt. Immer kritisiert sie mich. Auf der Ebene der Selbstoffenbarung erhält der Empfänger Einblick in die Gefühlswelt und die Persönlichkeit des Senders. Sie ist wieder gereizt. Mit dem Appell soll eine Reaktion bewirkt werden. Sie will, dass ich aufräume.